Ja, meine Damen und Herren, begrüße Sie auch von meiner Seite und schicke voraus, dass dieser Vortrag eine gekürzte und eingedeutschte Version eines Vortrages ist, den ich auf der SEH-Tagung in Belgrad im September gehalten habe. Aber ich dachte mir, dass es vielleicht auch thematisch natürlich hier gut reinpasst. Und deswegen habe ich das gemacht. Lassen Sie uns zunächst gucken, wie wir die Balkanhalbinsel definieren. Das ist hier eine Karte nach einem serbischen Geografen, Zvijic. Und da können Sie sehen, dass die Balkanhalbinsel sich im Norden begrenzt durch kleinere Flüsse wie die Kura und die Soča. Dann folgt sie der Save bis ihrer Mündung in die Donau. Und dann folgt sie der Donau bis in deren Delta, in der Dobrudscha, ins Schwarze Meer. Und das Entscheidende ist, dass also Bulgarien zur Gänze von Rumänien, aber wirklich nur ein kleiner südlicher, schmaler, südöstlicher Streifen Teil der Balkanhalbinsel ist. Wenn wir in die Geschichte der Herpetologie der Balkanhalbinsel hineingehen, dann ist es nicht nur so, dass der Name unserer Disziplin, also die Herpetologie, griechischen Ursprungs ist, klassisch griechischen Ursprungs ist. Wir wissen alle, Herpeton, das Kriechtier, Logos, das Wort, Logia, die Wissenschaft, ja, sondern auch die ältesten Erzeugnisse eigentlich kommen von der Balkaninsel, nämlich aus Griechenland. Und wir haben am Anfang hier Skulpturen. Wir haben hier den berühmten Apollon Sauroktonos, also Apoll, der Eidechsentöter. Und sind römische Kopien einer griechischen Statue von Praxiteles. Und hier können Sie eben auch sehen, dass hier zwei verschiedene Versionen gemacht worden sind in der Römerzeit. Nicht? Sie sehen hier die Abzweigung dieses Baumstammes ist unterschiedlich und auch die Eidechse selber ist unterschiedlich. Die ist hier sehr groß und lang gestreckt, sodass man sie eventuell als einzige Möglichkeit nur mit Lacerta trilineata identifizieren könnte, die wir hier unten nochmal abgebildet haben. Aber dann ist es sehr bald dazu gekommen, dass auch diese Skulpturen von Texten abgelöst wurden. Zunächst nochmal hier eine Skulptur von Asklepios, dem Gott der Heilkunde aus Griechenland, der hier mit seiner berühmten Schlange dargestellt ist. Allerdings ist auf dieser Darstellung nicht zu erkennen, um welche Schlangenart es sich handeln könnte. Dafür ist sie nicht detailgenau genug ausgeführt. Aber es hat sich inzwischen, glaube ich, allgemein herumgesprochen, dass Asklepios, lateinisch Aesculap, dass seine Schlange nicht die Aesculap-Natter war, sondern die Vier-Streifen-Natter. Das hat verschiedene Gründe und ist in der Antike schon beschrieben worden, dass diese Schlange den Menschen liebt, also ihn nicht beißt und so weiter. Das passt alles nicht auf die Aesculap-Natter, wohl aber auf die Vier-Streifen-Natter. Und schließlich gibt es dann auch doch Darstellungen, antike Darstellungen dieser Schlange, wo auch sogar das Streifenmuster noch erkennbar ist. Dann kommt es auch zu ersten Texten und zwar zu einem ganz erstaunlich präzisen Beschreibungstext von Aristoteles, der hier im 3. Jahrhundert vor unserer Zeit noch gelebt hat. Und zwar komme ich noch mal hier kurz. Es handelt sich bei dieser Beschreibung um die eines Chamäleons. Da komme ich noch mal kurz auf den Ursprung des Namens Chamäleon. Das ist natürlich auch griechisch. Und es schreibt sich bei Aristoteles oben rechts Chamäleon. Das heißt in zwei Elementen. Chamäi heißt am Boden, auf der Erde. Leon heißt der Löwe. Und das würde dann im Grunde genommen nur die Schlussfolgerung zulassen, dass also dieses Tier von den Griechen als Erdlöwe bezeichnet worden sein. Das ist völlig meiner Meinung nach relativ abwegig, denn das Tier ist weder auf der Erde noch hat es eine Löwenmähne, auch wenn es das Maul drohend aufreißt. Und daher ist eine zweite Deutung, die von Otto Keller 1915 stammt, meiner Meinung nach sehr viel plausibler. Er hat nämlich den arabischen Namen des Chamäleons, da heißt es nämlich Gamaliun. Und der Bestandteil Gamal heißt Kamel und Iun ist eine Verkleinerungsform. Also Gamaliun heißt kleines Kamel. Und wenn so ein Tier mit dem gewölbten Rücken da so da sitzt, ist, glaube ich, die Assoziation mit einem Dromedar liegt näher als die mit einem terrestrischen Löwen. Und das, was er sagt, ist also unglaublich präzise, wenn man sich bedenkt, dass es also alles 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gewesen. Der Schwanz ist sehr lang und größtenteils aufgerollt, schreibt er. Das sind wörtliche Übersetzungen aus seinem Text. Und
Es steht höher auf dem Boden als die Eidechse, das heißt also auf allen vier Beinen, die unter dem Körper angesiedelt sind. Dann ist hier besonders bemerkenswert, jeder seiner Füße ist zweigeteilt, das wissen Sie alle, in 3 und 2 Zehen, die diese Greifzange bilden. Das ist eben vorne innen 3 und außen 2 und an den Hinterfüßen genau umgekehrt. Das ist alles genau beobachtet und beschrieben worden schon. Die Augen sind von Haut bedeckt mit nur einer kleinen mittleren Öffnung zum Sehen. Es bewegt die Augen rundum und dreht so das Sichtfeld in jede Richtung. Also dieses unabhängige Sehen ist auch bereits exakt beschrieben worden. Und das finde ich also außerordentlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie alt diese Geschichte ist. Wenn wir dann in die Römerzeit gehen, da ist es so, dass eben hier zum Beispiel eine Schlange bei Plinius beschrieben wird, die Drakon genannt wird. Und die bezieht sich sehr wahrscheinlich auch auf die Vierstreifennatter. Und es wird gesagt, dass diese Schlange namens Drakon auch gelegentlich Kühe aussaugt. Und das bringt einen natürlich zu der Assoziation, dass dass es viele Schlangen gibt, die in ganz Amerika zum Beispiel auch Milk Snake heißen, ja, dass es einen weit verbreiteten Mythos in Europa gibt, dass Schlangen Milch trinken. Man hat früher den Hausschlangen immer ein Schälchen Milch hingestellt und so weiter. Da fragt man sich, woher das kommt. Und da gehe ich nachher noch mal kurz drauf ein. Dass es sich auch bei diesem Tier um die Vierstreifennatter handelt, das ist wahrscheinlich dadurch gemacht, dass die Vierstreifennatter auch ein sehr, sehr großer Nesträuber ist und Vogeleier frisst und dass sie im Gegensatz zur Äskulapnatter einen modifizierten Halswirbel hat, wo die Neurapophyse, also der untere Fortsatz des Halswirbels, nach vorne gerichtet ist, wie bei den Eierschlangen und nicht nach hinten, wie bei der Äskulapnatter und anderen Nattern, sodass beim Schlucken das Ei dadurch schon aufgeschlitzt wird. Wenn wir dann römische Schlangendarstellungen sehen, dann haben wir hier immer diese merkwürdige Ausschmückung mit einem Kamm und einem Bart. Ja, das findet man sehr oft, das findet man auch auf Brunnenplastiken und so weiter in Pompeji und Herkulaneum nicht. Und da ist es so, dass ich dann einmal hier in der Ringelnatter beim Beginn der Häutung gefangen habe am Neusiedlersee und da ging dann der obere Teil der Kopfhaut natürlich dann nach hinten, oben hinten und der untere Teil nach Dart. Und da habe ich gesagt, verdammt nochmal, das ist doch genau das Bild von Kamm und Bart einer solchen Schlange. Hier haben Sie dann schließlich noch die Darstellung von Hygieia, das ist die Tochter des Asklepios gewesen, die auch mit Gesundheitsmythen zu tun hatte. Die hat hier eine Schlange um den Arm gewickelt, wo man die hier noch sieht, Fragmente noch sieht, und hier hat sie eine Schüssel mit Eiern, das heißt also auch diese Schlange wird mit Vogeleiern gefüttert von dieser Göttin und ein Hinweis auf die vier Streifen hat er wieder. So, ich überspringe jetzt das Mittelalter gesamt, da ist nicht viel wissenschaftlich, nicht so viel passiert. Ernst Haeckel hat ja bekanntlich von der tiefen Geistesnacht des Mittelalters gesprochen. Kurzum, wir gehen in die Neuzeit, gleich springen in die Neuzeit. Und zwar beginnt die ja bekanntlich bei Carl von Linné. Und für die Balkanherpetologie ist die französische Morea-Expedition der Ausgangspunkt. Und Sie haben hier die beiden berühmten französischen Forscher Bibron und Maurice de Saint-Vincent, die hier diese Expedition de Morée verfasst haben, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Sie haben unten die ersten 3 herpetologischen Arten, die aus Griechenland beschrieben worden sind von diesen beiden Herren, nämlich Algioides morioticus, damals Lacerta peloponnesiaca, heute Bodatis peloponnesiacus, und Anguis punctatissima, heute Ophiomorus punctatissimus, der Schlangenskink. Damit fing es also an. Und dann setzte sich fort, dass diese Erforschung, und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, immer durch Fachleute passierte, die dort nicht einheimisch waren, sondern die aus nördlicheren benachbarten Ländern kamen und sehr viele aus dem deutschsprachigen Raum. Der erste war hier etwa Oskar Böttger, der ja zunächst als Paläontologe hier in Frankfurt am Senckenberg-Museum tätig war, dann über Mollusken auf die rezente Fauna kam und schließlich dann auch Amphibien und Reptilien weltweit bearbeitet hat.
Der nächste, der hier ein großes, mehrbändiges Werk über die griechischen Amphibien und Reptilien geschrieben hat, ist Jacques von Betriaga. Das ist ein Mann, der russischstämmig war, der aber in Deutschland bei Ernst Haeckel promoviert hat und im Übrigen von Ernst Haeckel so etwas abschätzig als reicher junger Russe bezeichnet worden ist damals in seiner Studentenzeit in Jena. Aber wie gesagt, er hat ja ein sehr, sehr wichtiges Werk dafür hinterlassen. Und dann schließlich besonders bedeutsam für die Herpetologie Griechenlands, ich gehe so ein bisschen länderweise jetzt vor, also immer noch in Griechenland, das ist Franz Werner aus Wien, der hier ja neben vielen Einzelarbeiten diese große zusammenfassende Arbeit über die Amphibien, Reptilien Griechenlands geschrieben hat, von 1938, die sicherlich als Klassiker bezeichnet werden kann. Dann haben wir seinen Schüler Otto Wettstein, der sich ebenfalls in Griechenland hervorgetan hat und hier ein großes klassisches Werk geschrieben hat, nämlich die Herpetologia Aegea, zu der er dann noch einen Nachtrag publiziert hat. Und in dieser Herpetologia Aegea, da hat er eben auch unglaublich viele endemische Inseltaxa der Ägäischen Inseln beschrieben und hat dafür daher eine große Bedeutung für die herpetologische Geschichte Griechenlands. Wir haben dann hier einen Mann, der ist mein Vorvorgänger gewesen, der war der erste Herpetologe am Museum König in Bonn, wo er 1954 seine Arbeit aufgenommen hat. Und er ist nicht sehr alt geworden, aber Buchholz ist auch kam ursprünglich von der Libellenforschung. Er war Odonatologe und hat dann aber eben, wenn Sie so wollen, fachfremd die herpetologische Sammlung in Bonn zur Verantwortung überkommen. Das hat dann auch anfangs ein paar Schwierigkeiten gegeben. Nicht, dass in seinem Feldprotokoll einer Spanienreise zum Beispiel steht, dass er dort eine 4-Streifen-Natter gefangen hat. Nicht? Aber die Treppennatter hat auch solche Streifen und so weiter. Oder dass er in einem Topf voller Wechselkröten zwei Balkan Messerfüße, also Pelobates Syriacus drin hatte. Und aber immerhin, er hat sich da einige Treffer hat er doch erzielt. Zum Beispiel die Eidechse, die wir unten sehen, das ist eine Riesensmaragd-Eidechse vom Peloponnes. Ja, und zwar wollte er die beschreiben, sein früher Tod hat ihn daran gehindert, das fertigzustellen. Ja, die zeichnet sich aus durch blaue Halsseiten und blaue Flanken, was also ungewöhnlich ist. Und die Jungtiere, es ist eine Trilineata, sind immer nur zweigestreift und ihnen fehlt der dorsale Mittelstreifen, nicht? Und da hat sich inzwischen auch gezeigt durch genetische Untersuchungen, die gelaufen sind, dass die Diversität, auch die genetische Diversität auf dem Peloponnes von diesen Eidechsen sehr groß ist und dass mindestens zwei verschiedene Trilineata-Formen dort leben. Eine davon ist diese. Der Blick in den Sammlungsschrank rechts soll Ihnen nur zeigen, dass Buchholz fanatischer Sammler war, hat mit einer Schrotpistole vor allen Dingen gesammelt, ja, und hat insgesamt 2.500 Zykladeneidechsen zusammengerafft, die hier in diesen Gläsern versammelt sind. So, dann gehen wir schon fast in die Jetztzeit. Sein Nachfolger und mein Vorgänger war Ulrich Gruber, der dann ebenfalls sich in Griechenland orientiert hat anfangs, bevor er später nach Nepal gewechselt ist. Und er ist aber nur kurze Zeit in Bonn gewesen. Und rechts Hans Schneider, der auch auf mehreren SRH- und DGHT-Tagungen gewesen ist, gesprochen hat, der ist erst vor wenigen Wochen übrigens in Bonn im hohen Alter verstorben. Schneider hat ja gearbeitet mit den Grünfröschen, vor allen Dingen über die Bioakustik. Er hat dann als Neurophysiologe zunächst die Laute untersucht und hat dann gemerkt, verdammt, das gibt ja für ganz verschiedene Rufe und ist dann auf die Idee gekommen, dass das auch verschiedene Arten sein können und hat dann dadurch mit zwei griechischen Kolleginnen dann auch den Epeiros-Wasserfrosch entdeckt und erst beschrieben, also Pelophylax epeiroticus. Das war Schneider. So, damit haben wir jetzt mit den deutschen Leuten für Griechenland die Jetztzeit erreicht. Und die nächste historische Figur ist hier Eduardo de Betta aus Italien, der ein wichtiges Werk über Griechenland geschrieben hat.
De Betta war ein Mann, der ursprünglich Jurist war, der hatte Jura studiert und hat dann aber ein großes Erbe gemacht und konnte daher es sich leisten, dann seinem Hobby zu frönen und die Juristerei zu verlassen und sich der Herpetologie zu widmen. Er hat auch sehr viel in Italien natürlich gemacht, aber eine wichtige Arbeit auch über Griechenland. Das hier ist Otakar Stepanek aus Prag, der auch verschiedene, wie Sie rechts oben sehen können, verschiedene Reisen nach Griechenland gemacht hat. Er ist als junger Mann schon hat er gute Kontakte ins Nationalmuseum in Prag am Wenzelplatz bekommen und er ist später auch von Wettstein in Wien sehr gefördert worden, hat dort verschiedene Reisen gemacht und eine wichtige Entdeckung von ihm war, dass die Peloponnes Blindschleiche nicht identisch ist mit unseren Blindschleichen. Er hat sie damals als Angus Franklis Peloponnesiacus beschrieben und inzwischen ist es aber so, dass ein älterer Name für sie existierte von Werner, nämlich Anguis cephalonica, so heißt sie heute und inzwischen gibt es ja noch mehr Anguis-Arten in Europa, wie Sie sicherlich alle wissen. So, und auch hier sind wir jetzt in Griechenland in der Jetztzeit angekommen. Das sind jetzt hier zwei wichtige Arbeiten von Andreas und von Chondropoulos, die beide noch unter uns sind. Und von daher ist es so, dass sie nun den Grundstock dafür gelegt haben, dass es heute eine ganze Reihe jüngerer, aktiver griechischer Herpetologinnen und Herpetologen gibt, die also für das weitere Blühen unseres Forschungszweiges in ihrem Heimatland selber sorgen und nicht mehr so auf die ausländischen Besucher angewiesen sind, wie es anfangs der Fall war. Wenn wir jetzt als nächstes mal nach Albanien schauen und suchen nach Literatur, dann staunt man sich zunächst, dass man dann hier auf diese Arbeit von Klaptoz stößt, ja, und dass diese Arbeit ein Beitrag zur Herpetologie der europäischen Türkei heißt, nicht? Das liegt aber daran, dass damals das Osmanische Reich sich hier bis weit auf den Balkan ja bekanntlich erstreckt hat. Und deswegen war damals Albanien, war europäische Türkei in der Tat, nicht? Und dann kam hier Lorenz Müller mit wichtigen Arbeiten, eine, die auf einer eigenen Expedition beruhte. Und dann hat er auch Ausbeuten publiziert. Die andere, das sind zwei damalige Assistenten vom Museum König gewesen, die dann, weil es dort noch keinen eigenen Herpetologen gab, die von Lorenz Müller dann ausgewertet und publiziert worden sind, auch mit der Beschreibung neuer Arten beziehungsweise Unterarten, auch natürlich, um sie wegen an gestern anzuknüpfen, auch natürlich neue Geckos dabei. So, und hier haben wir Otto Zeren, der war vom Beruf Chemiker und war also auch in der Herpetologie eigentlich Amateur. Er war viele, viele lange Jahre mit Louis Amédée Lanz eng befreundet und hat mit ihm kooperiert, hat aber hier Balkanarbeiten auch alleine publiziert, wo es da um Eidechsen, Lacertiden der südöstlichen Balkanhalbinsel, wo es dann um Eidechsen aus dem Podazis-Erhardi-Komplex geht oder wo auch schon die berühmte Istanbuler Ruineneidechse Siculus hieroglyphicus behandelt wird. Dann gehen wir nach Bulgarien und haben hier den Vater der bulgarischen Herpetologie, wie Craig Adler ihn genannt hat, in seinem großen Geschichtswerk. Das ist Ivan Buresh gewesen. Auch er war ein sehr, sehr vielseitiger Mann, der über verschiedene Gruppen gearbeitet hat, aber schwerpunktmäßig über Reptilien, Amphibien. Nach ihm ist dann auch hier die heute als eigene Art aufgefasste Kammolchform seines Landes benannt worden. Triturus Ivan Bureshi, der bulgarische Kammolch. Mit 3M natürlich heute. So, dann haben wir hier Wladimir Beschkow, ebenfalls ein bulgarischer Zoologe, Herpetologe, der auch viel mit anderen, auch mit Fledermäusen, auch sehr viel mit Höhlenfauna allgemein geforscht hat. Und er hat hier aber auch einen Katalog der Amphibien und Reptilien Bulgariens verfasst und hat dann hier noch mit einem Kollegen, Nainef hat er jetzt auch noch ein neues Buch oben über die Amphibien-Reptilien seines Landes geschrieben und veröffentlicht
Unten sehen Sie, dass auch nach ihm ein Schwanzlurch benannt worden ist, nämlich der Feuersalamander Beschkowi von Fritz Jürgen Obst. So, jetzt kommen wir nach Ex-Jugoslawien und da ist wieder der erste Name, der auftaucht, ist der von Franz Werner. Und Franz Werner hat hier wieder einen großen Übersichtsartikel verfasst, schon sehr viel früher als seine Griechenlandarbeit, nämlich über die Reptilienbatrachierfauna der Balkanhalbinsel. Und Sie können hier auf dieser Zusammenstellung seines Reisen-Itinerars sehen, die Wettstein mal zusammengestellt hat, ja, wo er, wie oft er wo gewesen ist. Und alles rot eingerahmte sind Griechenlandreisen, alles grün eingerahmte sind Ex-Jugoslawien-Reisen. Und da können Sie sehen, wie zahlreich seine Reisen in diese Region des Balkans gewesen sind. Und er hat auch einmal geschrieben, dass er sich auf dem Balkan wie zu Hause fühlt. Hier können Sie nochmal sehen, das ist jetzt nochmal diese Karte, weil ja hier das Osmanische Reich ja interessanterweise an das Habsburger Reich gegrenzt hat, nicht? Also an die Doppelmonarchie von Österreich-Ungarn. Und deswegen gibt es hier wieder die große Arbeit von Franz Werner, die sich dann nennt Amphibien, Reptilien-Amphibien Österreich-Ungarns und der Okkupationsländer. Ja, das sind dann also Bosnien-Herzegowina und so weiter. Und das ist auch ein sehr wichtiges Paper. Und hier haben wir jetzt einen Mann, der auch der für mich relativ interessant und wichtig erschien. Das ist Georg Veit. Er war also Offizier der kaiserlich-königlichen Armee Österreich-Ungarns und war lange auf dem Balkan stationiert und hat dort eben auch herpetologische Beobachtungen gemacht und auch niedergeschrieben. Allerdings sind die zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht worden. Und sein umfangreiches Manuskript, was er hinterlassen hat, ist dann erst 1991 von Heinz Grillitsch aus Wien druckfertig gemacht worden und dann in zwei Folgen in der Herpetozoa erschienen. Und was mich mit am meisten fasziniert hat dabei, und da komme ich zurück auf den Milchtrinker-Mythos vom Anfang, ja, ist, dass Veit dort schreibt, er habe beobachtet einmal, wie in der Abenddämmerung eine Vier-Streifen-Natter an das Euter eines schlafenden Schafes gegangen ist und hat begonnen, die Zitze zu schlingen, ja. Und das tat dem Schaf natürlich unheimlich weh. Und das schrie und blökte, sprang auf, lief mit blutigem Euter davon, Schlange hinterher, ja. Und wenn ein solches Vorkommnis auch nur ein einziges Mal in der Antike beobachtet sein sollte, worden sein sollte, nicht, dann ist der Mythos in der Welt, dass Schlangen Milch trinken, ja. Und deswegen fand ich das also außerordentlich spannend, dass das so ist. Und es ist natürlich so, dass die Schlange, wenn sie an das Euter einer Kuh oder eines Schafes, einer Ziege geht, dass sie das natürlich nicht jetzt tut, weil sie glaubt, Milch sei so gesund zu trinken, sondern sie hält vermutlich die Zitzen für unbehaarte, neugeborene, nestjunge, kleine Säugetiere und fängt dann an, daran zu schlingen. Also das fand ich einen relativ interessanten Aspekt aus dieser Arbeit von Veit, der im Grunde genommen diesen alten, antiken Mythos damit verifiziert hat. Hier haben wir jetzt die etwas schillernde Persönlichkeit von Paul Kammerer, der ja in Wien gearbeitet hat, in einem Institut, was sich im Prater befunden hat, in einem biologischen Institut. Ja, er hatte mehrere Affären mit vielen Frauen. Er hatte unter anderem eine mit der berühmten Alma Mater, die Alma Mater ist meine Universität gewesen, ja. Alma Mater, genau, nicht, die mit Gustav Mahler verheiratet war. Und um einen Eindruck von dem Charakter Kammerers zu kriegen, nicht? Das ist eben so, dass er ihr gedroht hat, wenn sie ihn nicht erhören würde, sie war schon verwitwet mit dem alten Maler, nicht? Dann würde er sich auf das Grab ihres Mannes setzen und sich erschießen. Ja? Und er war also schon eine merkwürdige Gestalt, nicht? Und nachher war es auch so, dass er sich tatsächlich erschossen hat, sie auf dem Schneeberg bei Wien. Sie kennen wahrscheinlich auch die Geschichte mit den
mit den Daumenschwielen bei Geburtshelferkröten, wo er also versucht hat, experimentell, indem er Geburtshelferkröten daran gehindert hat, an Land zu gehen, ja, das Auftreten von Brunftschwielen zu provozieren. Und es hat sich dann herausgestellt, dass bei einem Beleg, den er Herrn Nobel zur Prüfung geschickt hat, dass dort Tinte eingespritzt war, nicht? Und dadurch wurde er als Betrüger bezeichnet und hat sich dann nachher erschossen. Man weiß aber auch nicht, ob das der Grund war oder ob der Grund war, dass er einen Ruf nach Moskau hatte und seine damalige Geliebte, eine prima Ballerina vom Burgtheater in Wien, nicht mit nach Moskau kommen wollte, um diesem Ruf zu folgen. Also das ist alles im Ungefähren. Und Kammerer hat dann hier das berühmte Buch »Der Artenwandel« auf Inseln geschrieben, und da gibt es einen Anhang über die adriatischen Inseleidechsen von Otto Wettstein mit sehr schönen Farbtafeln. Und dieses Buch hat Kammerer seiner Tochter namens Lacerta gewidmet. So, und jetzt kommen wir langsam zu den eigenen, zu den autochthonen endemischen Herpetologen des ehemaligen Jugoslawiens, und der erste davon war Stanko Karaman, der hier abgebildet ist. Karaman war auch ein vielseitiger Mensch, der sehr viel mit anderen Organismen auch gearbeitet hat, vor allem mit Krustazeen, unter den Krustazeen vor allen Dingen auch mit Amphipoden und Isopoden, also mit Bachflohkrebsen und Asseln. Und dafür hat er dann auch eine Sonderbriefmarke bekommen damals, die da oben abgebildet ist. Er hat dann außerdem sich verdient gemacht, dass er in Skopje, wo er gesessen hat, in Nordmazedonien, dass er dort das Zoologische Museum und auch den Zoo von Skopje gegründet hat. Und er hat hier diese Arbeit veröffentlicht, den Prilog Herpetologiae Jugoslaviae. Und dann folgte ihm hier in Belgrad allerdings Milutin Radovanovic, der auch sehr viel gearbeitet hat über die adriatischen Insel-Eidechsen, über die Rassenbildung von diesen Tieren und so weiter. Und Radovanovic war für mich daher, als ich zum ersten Mal nach Jugoslawien fuhr, das war 1967, ja, war daher so ein wichtiges Ziel, ihn zu besuchen. Und wir haben dann, Sie können das sehen, dieser wahnsinnig schlanke Mensch auf der linken Seite, das war ich damals. Und der alte Radovan, der damals schon recht alte Radovan, hat sich in rührender Weise in meinen engen Käfer hineingeklemmt und hat uns dann eine Führung gegeben durch Belgrad, die dann auch hier den Zoo, der dort in den Burgmauern integriert ist, geführt hat, und wo dann hier im Aquarium Terrarium des Belgrader Zoos damals 67 die Anaconda-Haltung durchaus noch Luft nach oben hatte. Ja, hier dann schließlich sind wir auch schon fast jetzt wieder in der Neuzeit. Savo Breli, ein slowenischer Zoologe, der auch sehr viel über die Inseleidechsen gearbeitet hat, der aber auch über andere Gruppen dort gearbeitet hat. Er hat eine große Sammlung, über 4000 Eidechsen hat er dem Museum in Ljubljana hinterlassen. Und von daher dort auch seine entsprechende Bedeutung erlangt. Schließlich gibt es dann noch einen Italiener namens Alberto Pozzi, der sich mit diesen Tieren beschäftigt hat. Und hier ist dann die Brücke zur Gegenwart. Das sind die beiden ex-jugoslawischen, muss ich sagen, haben beide montenegrinische Wurzeln, Djukic und Kalesic, die als Team sehr viel auch zusammen gemacht haben, wobei Djukic der Ökologe war, der die Freilandaspekte in den Vordergrund gestellt hat, und Kalesic war derjenige, der die Projekte geplant und die Logistik so weiter durchgeführt hat. Sie haben auch sehr viel über Odelen gemacht, und sie haben hier auch etwas allgemein zoogeografisch analysiert für die ganze Balkanhalbinsel, also auch eine wichtige Sache. Damit wären wir eigentlich soweit mit den wichtigen Persönlichkeiten durch. Und ich habe jetzt tatsächlich so schnell geredet, dass ich noch Zeit habe, bevor Herr Lamberts böse wird, dass ich hier noch einige Bilder Ihnen vorführen kann, die
belegen, was für ein herpetologischer Hotspot der Balkan tatsächlich ist. Nicht vergleichbar mit Neukaledonien natürlich, aber trotzdem artenreich und sehr vielfältig. Oben der Grottenolm mit der dunklen Form, die dann später noch dazu entdeckt worden ist. Dann Rana Krka, das ist hier einer der Grünfrösche, von Assel und Co. beschrieben, Schipericus. Und hier ist der von Hans Schneider und Mitarbeiterinnen beschriebene Epiros-Wasserfrosch. Und hier hätten wir dann einige endemische Eidechse. Wir haben oben Karstläufer, oben rechts die taurische Eidechse, dann Spitzkopfeidechse und also die Dalmatolazata oxycephala in der sogenannten Tomasini-Form, die sich verdunkelt mit sehr viel Blau an Teilen ist. Wir haben dann hier die Narolacerta, die sind ja alle in eigene Gattungen gestellt worden. Die Narolacerta mosorensis, zu der es eine zweite Art dann noch entdeckt worden ist, vor nicht allzu langer Zeit. Hier dann die berühmte Helenolacerta greca vom Peloponnes und schließlich auch hier die Kieleidechse Algyroides ligopunctatus. Und dann gibt es hier noch die Peloponnes-Blindschleiche, sehr charakteristisch, weil sie so dünn ist, viel länger, völlig anders proportioniert als andere Blindschleichen, auch als Anguis greca, die inzwischen als eigene Art auch noch aus dem südlichen Balkan abgetrennt ist. Sie haben dort die Balkan-Zornnatter und die Sandviper. Und damit wären wir eigentlich jetzt durch und haben jetzt hier noch einmal, dass es auch dort invasive Arten gibt, beziehungsweise eingeschleppte Arten. Dazu gehört sicherlich der Hardun, der ursprünglich von den zentralen Zykladen kommt. Seine Typuslokalität ist Delos in der Ägäis und ihn gibt es aber bei Thessaloniki und es gibt ihn auch auf Korfu. Ja? Und die anderen drei Bilder betreffen dann das afrikanische Chamäleon, mit dessen Entdeckung eigentlich ich auch zu tun hatte. Es war nämlich so, dass dort mir mal ein Schwarz-Weiß-Foto geschickt worden ist von einem Griechen, der ein Chamäleon auf der Hand hielt. Und das war relativ groß. Aber es war, wie gesagt, eine Ganzaufnahme des Mannes. Und Details waren nun von diesem Chamäleon nicht zu erkennen. Und da dachte ich, mein Gott, das ist ja ein schöner Nachweis vom europäischen Chamäleon, vom griechischen Festland, auch nicht uninteressant. Und als ich dann mal dorthin fuhr und selber mir die Tiere dort angucken wollte, da hatten wir dann tatsächlich nach kurzer Zeit im Südwesten des Peloponnes ein Männchen gefunden. Und dann habe ich gesagt, verdammt nochmal, wo sind denn hier die Occipitalläppchen, die für Chamäleon typisch sind, die hier so sich anschließen würden. Und wieso hat er einen Fersensporn? Das dürfte er ja gar nicht. Weil es nämlich kein europäisches Chamäleon war, sondern tatsächlich Chamäleo africanus, also eine Art, die entlang des Nils bis ins Nildelta vorkommt und ansonsten aber nur südlich der Sahara an einem breiten Streifen von Mauretanien bis nach ans Rote Meer verbreitet ist. Und da ist es wohl heute so, dass wir das tatsächlich von der Alexandria-Population aus dem Nildelta, dass dort Tiere verschleppt worden sind nach Griechenland. Und zwar, weil der heutige Standort dieser Tiere, ja, eine Lagune, weil es sich bei dieser Lagune um das Hafenbecken des alten Nestor-Palastes handelt, ja, von wo die griechische Flotte auch nach Troja aufgebrochen ist. Deswegen ist es eben hochwahrscheinlich, dass diese Tiere schon in der Antike dorthin gekommen sind und sich dort gehalten haben. So viel also noch zu den Neuzugängen der griechischen Fauna. Und damit komme ich jetzt zu dem wesentlichen Teil der Danksagung. Viele Leute haben mir hier geholfen, sind hier alle aufgeführt. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus